So, und weiter geht's hier am Stand von The Next Art. Ich habe mir jetzt den nächsten Künstler geschnappt und der nächste Künstler trägt den spannenden Namen Tompa. Hallo Tompa. Hallo. Ist das eine Abkürzung oder was ist das? Das ist keine Abkürzung, das ist eine finnische Version von Thomas. Ich habe mal während meines Studiums eine Zeit in Finnland verbracht und da hat man mir den Namen quasi gegeben und dann habe ich den einfach für meine zeichnerischen und Comic-Sachen benutzt. Das ist ja geil. Auf jeden Fall auch einen einprägsamer und individueller damit. Sehr gut. Ich habe mir halt auf jeden Fall zwei Serien von dir heute mitgenommen schon, die ersten Nummer 1. Einmal Der Engel und einmal The Counselor. Was erwartet mich denn da? Also Der Engel ist eine deutsche Superhelden-Serie, spielt in Berlin, so 2029, 30, so, also ein bisschen in der Zukunft. Als ich damit vor ungefähr 10 Jahren angefangen habe, da habe ich das Ganze so ungefähr 20 Jahre in die Zukunft verlegt, um ein bisschen mehr künstlerische Freiheit zu haben. Und im Endeffekt handelt es sich beim Engel um so einen dunklen Rächer à la Batman, bisschen Spawn und sowas, aber ohne übernatürliche Kräfte, der dann auch durch einen persönlichen Schicksalsschlag zu dem wird, was er ist, und dann auch in eine entsprechende Verschwörung reingezogen wird und da dann anfängt, eben ordentlich aufzuräumen in Berlin. Ist besagter Batman auch so eine Inspirationsquelle für dich gewesen oder was sind so deine Inspirationen und deine Quellen? Ja, ich habe mit 18, 19 Dark Knight Returns gelesen und das war natürlich ein Meilenstein und bin schon beeinflusst auch von den Frank Miller Sachen, so, also jetzt so ein bisschen City so in die Richtung. Das hat natürlich eine Rolle gespielt und Batman als Figur auch auf jeden Fall, weil er halt eben so eine düstere Figur er ist und so ist die ganze Serie auch angelegt, alles so ein bisschen düster und durchaus auch ernst gemeint. Okay, also bist du die Zielgruppe, wenn du sagst ernst gemeint, volljährig oder einfach nur, sag ich mal... Ja, ich würde mal sagen, so ab 14, 15 würde ich schon sagen, so, aber das Alter sollte man ungefähr mitbringen, das ist halt kein Kindercomic, ist ein Erwachsenencomic eher, gut dafür, angehende Erwachsene. Ist es als abgeschlossene Serie geplant oder als ongoing oder wie sind so die Pläne? Also es war und ist als Miniserie geplant. Wie gesagt, ich habe damit vor ungefähr 10 Jahren mal in einem Projekt angefangen. Ich habe meinen Comic-Design-Kurs gemacht neben meinem Beruf. Ein Jahr lang am Wochenende, jedes Wochenende Comic-Design, also Comics zeichnen oder lernen, wie man Comic zeichnet. Daraus ist diese Serie entstanden mit einem Abschlussprojekt. Und dann habe ich angefangen, da Hefte zu machen. Und das sechste und letzte Heft kommt jetzt diesen Spätsommer, Herbst. Also soll zur Comic-Con in Berlin fertig sein. Auch da werden wir den ersten Teil auf jeden Fall auf der Seite rezensieren und wer Lust hat, kann sich ja dann da noch mal ein bisschen einlesen. Die zweite Serie, die ich heute hier habe, die ich mitnehmen werde, ist The Counselor. Was ist denn The Counselor? Ja, The Counselor ist eine Figur, also auch eine Superheldenfigur, aber mehr so ein bisschen auf die Mystery-Art. Er hat ein Buch, darin kann nur er lesen. Counselor ist der übersetzte Berater. Und da in dem Buch steht alles drin, was jemals irgendwie aufgeschrieben wurde. Und dadurch kann er entsprechend auch helfen. Ja, aber er liest nicht nur in seinem Buch, sondern er packt auch ordentlich mit an. Wird da auch in so eine größere Verschwörungsgeschichte reingezogen. Die Tochter des US-Präsidenten wird entführt und er hilft quasi, das Ganze aufzuklären und sie zu retten und so. Also bist du auf jeden Fall für die Superhelden-Sparte bei The Next Art zuständig, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Also ich meine, ich habe Sebastian, den Verleger von The Next Art, auch ungefähr vor 10 Jahren kennengelernt und da hatte ich mein Engelprojekt schon dabei. Der Counselor ist aus einem Wettbewerb heraus entstanden, den ich mitgemacht und dann auch glücklicherweise gewonnen hatte. Damals von Stan Lee und von Todd McFarlane ins Leben gerufen und daraus ist dann halt die Miniserie entstanden. Ja, aber momentan bin ich mehr oder weniger der Einzige bei The Next Art, der so diese Superhelden-Sparte macht. Aber ich lese es auch privat und stehe da einfach drauf, seit meiner Kindheit. Sebastian hat uns vorhin erzählt, dass es zum 10-jährigen Bestehen war, es glaube ich so eine Crossover aus verschiedensten Serien gab. Waren es auch The Engel und The Counselor? Nur der Engel war da drin, genau. Der Engel, Hades-Syndrom und Blue Evolution waren so die 3 Hauptserien, die da drin verarbeitet wurden, genau. Okay, wie heißt das Crossover, wenn man danach ein bisschen suchen muss? Das heißt TNA United, also TNA für The Next Art und als Untertitel Der letzte Geek. Okay. Das ist ein reines Fun-Projekt. Eine Frage vielleicht noch zum Schluss, bevor du uns sagst, wo wir vielleicht auch deine Arbeiten finden können, ob du vielleicht irgendwie einen Facebook-Auftritt oder eine Seite hast. Hast du schon die Gelegenheit gehabt, dir die Con mal anzugucken und vielleicht so Eindrücke zu sammeln oder warst du heute eher hier am Stand? Ich hatte tatsächlich dann vorhin mal die Gelegenheit, ein bisschen rumzugehen, mir alles mal anzugucken. Es ist leider ein bisschen wenig Comic vertreten, ja, leider weniger auch als bei vorigen Comic-Cons, das ist ein bisschen schade.
Aber nichtsdestotrotz, wir haben unseren Spaß und von daher ist alles okay. Okay, und wo können wir dich finden, noch online oder vielleicht auch die nächste Live-Veranstaltung, wo man auf dich treffen kann? Also die nächste Veranstaltung, wo ich bin, ist die Comic-Con in Stuttgart, Ende Juni oder Anfang Juli, genau, Anfang Juli. Und ich habe eine Webseite, www.tompa.de, und da findet man auch die Links zu Facebook und allen weiteren. Okay, dann vielen Dank für deine Zeit, für das nette Interview und auf jeden Fall noch viel Erfolg hier auf der Messe. Dankeschön. Ciao.